Das deutsche Samir ist mein Name. Horst. Mein Reisepass. Das ist deutsch. Das ist eindeutig deutsch. Und verschiedene Bände von Goethe, Schiller und Brecht. Das deutscheste an mir ist, dass ich Deutsche beim Sprechen korrigiere. Obwohl ich jetzt auch nicht der Sprechartist bin, sage ich mal. Ich mag Bayern München. Von Syrien, von die Kind, ich habe schon gesehen, in die Fans ja immer Fußballspiel, Bayern München. Ich mag immer Bayern München. Alle hat gesagt mit mir, warum magst du nicht Barcelona oder Real Madrid? Ja, ich bin immer Bayern München. So. Ich komme aus dem Iran, ich bin im Teheran geboren. Und seit 5 Jahren bin ich in Deutschland. Ich bin mit 4 Jahren nach Deutschland gekommen. Mein Vater, er kommt aus einem Dorf aus Moldawien, das ist in der Nähe von Rumänien und der Ukraine. Und meine Mutter, die kam aus Odessa, beziehungsweise generell ihre Familie, auch meine Oma und mein Onkel. Ich selber bin in Wuppertal geboren und meine Eltern sind damals in den 75ern hier eingewandert, mit meiner Oma halt dann zum Schluss, obwohl mein Opa vorher hier war. Meine Mutter ist aus dem Osten der Türkei, aus dem kurdischen Autonomiegebiet. Ich bin in Südamerika in Ecuador geboren und mein Vater kommt aus Deutschland und meine Mutter aus Ecuador. Ich bin in Bochum geboren, aber lebe hier in Wuppertal und studiere auch hier. Meine Eltern kommen ursprünglich aus Palästina. Meine Mutter wurde hier geboren, das bedeutet, ich bin eigentlich hier in der 3. Generation hier in Deutschland. Und mein Vater kommt auch aus Palästina, aus dem Gazastreifen und kam hier hin, um zu studieren. Ich bin nach Deutschland gekommen, weil meine Eltern nach Deutschland kommen wollten. Ich war da 1,5 Jahre alt und konnte somit noch nicht Einfluss nehmen auf die Entscheidung. Es gab um die Jahre 2000 einen Aufruf von Deutschland, dass hier Menschen mit jüdischem Glauben angenommen würden. Dementsprechend haben wir das Angebot auch angenommen. Ich bin nach Deutschland gekommen, eigentlich um Musik zu studieren und mich selbst kennenzulernen und mehr zu erfahren. Und das ist nicht so, dass ich das im Iran nicht konnte, aber ich wollte mehr Abenteuer und mehr neue Sachen und ich wollte mich selbst eigentlich nochmal schätzen und gucken, wo ich stehe und was ich kann. Ich bin schon gekommen hier nach Deutschland, weil gibt es einen Krieg in meinem Land seit 5 Jahren, seit 2010. Meine Stadt, können Sie sagen, ist kaputt seit 3 Jahren. Ja, bin ich weg von meiner Wohnung, weil ich habe keine Wohnung in meinem Land. Ja, ich habe schon geblieben in Libanon 2 Jahre und dann bin ich schon gegangen nach Deutschland. Wo mein Zuhause ist eigentlich ganz klar. Das ist da, wo meine Freunde und wo meine Erinnerungen liegen. Ne? Und das ist halt, um geografisch zu sehen, Deutschland und auf jeden Fall nirgendwo anders. Ich fühle mich in Deutschland zu Hause. Also ich bin zwar nicht hier geboren, aber ich lebe jetzt hier 17 Jahre. Und diese 17 Jahre haben mich halt geprägt. Deutschland hat aus mir den Jungen gemacht, der ich bin. Also natürlich auch meine Eltern, aber also in Deutschland wurde mir die Möglichkeit gegeben, mich in vielen verschiedenen Bereichen auszuleben. Und deshalb bin ich dem auch sehr dankbar und fühle mich dann halt auch deutsch, auch wenn ich nicht deutsch aussehe. Ich bin definitiv deutsch. Ich bin definitiv deutsch. Ich bin so deutsch, dass ich sogar, wenn ich jetzt in der Türkei mal bin oder halt im kurdischen Teil, dass ich mal kurdisch-türkisch höre und dann halt im Deutschen denke, nochmal im Deutsch denke und danach erst meine Antwort gebe. Ich stamme aus Palästina. Ich fühle mich der Kultur und der Geschichte immer noch verbunden. Aber ich lebe hier in Deutschland und fühle mich auch hier mehr geborgen als zum Beispiel in arabischen Ländern. Ich bin in meinem Körper zu Hause und wo Menschen sind, wo die Energie fließt, da bin ich auf jeden Fall zu Hause. Und das ist eigentlich eine gute Einstellung für mich auf jeden Fall zur Zeit. Wenn ich auf der Bühne stehe und Angst habe, kann ich mich dann erinnern, ich bin in meinem Körper und es kann mir eigentlich nichts passieren. Ich fühle mich immer dann fremd, wenn ich mich nicht wohlfühle. Und ich fühle mich immer dann nicht wohl, wenn ich das Gefühl habe, dass ich da, wo ich bin, nicht gewollt bin. Ich fühle mich fremd dort. Meistens in Situationen, wo ich komisch angeschaut werde oder wo so eine bestimmte Distanz herrscht zwischen Menschen. Beziehungsweise wenn ich merke, die andere Person
versucht sich von mir abzugrenzen oder geht nicht auf mich ein. Ja, ich bin fremd in Deutschland. Ich bin nicht ein deutscher Jung. Ich bin ein Surer Jung. Ich verstehe nicht bis jetzt, warum bin ich nicht in meinem Bett, in meinem Land, in meinem Zimmer. Ich kenne nicht bis jetzt, warum bin ich hier. Ich kenne nur mit Ihnen sagen, weil das ist scheiße Welt. Ich fühle mich fremd, wenn ich nicht hinter mir stehe, wenn ich nicht für mich da bin. Und wenn ich mit Menschen bin, die mich unbedingt nicht als Iraner akzeptieren oder überhaupt als ein Mensch. Das kann auch im Iran sein, wo sie mich nicht als eine Frau akzeptieren. Wenn ich im Iran bin, die ersten Tage, weiß ich nicht ganz, wer ich bin. Und wenn ich in Deutschland bin, weiß ich nicht ganz, wer ich bin. Und ich habe gesagt, ich fühle mich in meinem Körper zu Hause. Aber trotzdem wünsche ich mir so sehr, in einem Land so total akzeptiert zu werden. Und ich weiß schon, dass ich nicht zu beiden Ländern gehöre. Und das ist wirklich nicht so leicht. Wenn Leute mich fragen, dann sage ich halt, dass ich Deutsch bin, aber halt in Ecuador geboren bin, aber die deutsche Staatsangehörigkeit habe. Und ich habe halt das Gefühl, von Leuten, die hier in diesem Land leben und mich nicht kennen, nicht als Deutscher wahrgenommen zu werden. Aber genauso habe ich, wenn ich jetzt, sagen wir mal, mit Migranten oder so, also Leuten mit Migrationshintergrund irgendwie Fußball spielen bin oder so, die ich jetzt nicht kenne, weil ich einfach nur mit dem Ball auf den Bolzplatz gehe und dann halt Deutsch spreche mit denen, dass sie dann so zu mir sagen, ey, voll der Deutsche oder so. Oft kommt es vor, dass wenn Menschen nicht unbedingt aufgeklärt über eine politische Situation sind, dass die dann sagen, ach, du bist doch die Ukrainerin, was, du gehörst doch zu denen, du gehörst doch zu den Leuten aus dem Osten. Was stellt ihr da eigentlich an? Genauso hat man das Gleiche auch wie, du bist doch jüdischen Glaubens. Was macht ihr da in Israel? Was ist das? Das sind auch einfach Dinge, mit denen kann ich mich nicht identifizieren. Ich bin nicht vor Ort, ich bin nicht der Hauptleidgebende, ich bin auch nicht der Hauptleidtragende an dem ganzen Geschehen. Und da fühlt man sich doch schon auf etwas runtergesetzt. Ich fühle mich, wenn ich in der Öffentlichkeit rumlaufe, oft beobachtet und habe immer das Gefühl, ein Repräsentant derjenigen zu sein, die nicht aus Deutschland kommen. Und das ist halt immer ein Druck, und den man sich selber macht, und weil ich immer das Gefühl habe, dass Menschen von mir erwarten, dass aufgrund meines Aussehens, dass ich mich anders verhalte, als es Leute wollen, also irgendwie, dass ich irgendwo hinrotze oder meinen Müll einfach fallen lasse oder so, obwohl es für mich selbstverständlich ist, dass ich das nicht mache, aber ich immer darauf bedacht bin, dass mir solche Fehler auch gar nicht unterlaufen. Ich bin hier aufgewachsen, ich lebe hier, ich spreche die Sprache, ich bin auch mit der Sprache aufgewachsen, und deswegen war das jetzt kein Hindernis zwischen Menschen oder zum Beispiel Freunden oder Mitschülern oder anderen Leuten. Deswegen finde ich das immer richtig schwierig, wenn mich jemand fragt, beziehungsweise mich als anders definiert. Weil ich mir denke, nach der Definition bin ich im Prinzip deutsch, weil mein Personalausweis, also meine Staatsangehörigkeit, deutsch ist. Und dann in Situationen zu sagen, ich muss mich anpassen, dann frage ich mich immer, an was muss ich mich denn anpassen? Okay, es ist klar, ich habe eine eigene Religion, die auch anders ist als andere, gehört was anderes dazu, und das ist immer natürlich für alle kritisch, aber Religionsfreiheit herrscht hier. Man wird immer mit dieser Frage konfrontiert, so, ja, und wie ist es eigentlich bei euch? Und ich denke mir so, woher soll ich denn wissen, wie es bei uns ist? Ich habe ja gar keinen, also ich habe diesen Einblick in diese Kultur, woher meine Eltern stammen, zum Beispiel gar nicht. Oder ich erkenne das oder sehe es nur ganz selten. Im Prinzip bin ich genauso fremd gegenüber der arabischen Kultur wie die Leute, die auch deutsch sind und mich fragen, wie ist es bei euch? Deswegen denke ich mir, woran soll ich mich denn anpassen? Und dann da frage ich mich, warum sollte ich mich fremd fühlen, wo ich im Prinzip nichts anderes kenne als zum Beispiel die Stadt Wuppertal oder Bochum. Gibt es viele Menschen hier in Deutschland, sagt mit mir, hey, du bist nicht Deutscher, warum kommst du nach Deutschland? Warum du bist hier? Warum gehst du nicht kämpfen in deinem Land? Ja, was soll ich sagen? Ich habe schon gesagt, ich kämpfe gegen wem? Die Russland mit meinem Präsident, Amerika gegen meinen Präsident, Amerika gegen IS, Russland gegen IS und alles gegen Mensch. Ich kämpfe gegen wem? Gegen alles? Ich kann nicht.
dann bin ich gestorben. In erster Linie sind wir ja Menschen, auch wenn das jetzt die übliche Antwort ist, ne? Aber das ist im Prinzip so. Und ich denke mir, dass ich nicht verstehe, warum zum Beispiel Menschen hier in Deutschland sagen, du bist nicht deutsch. Ich frage mich, wo ist diese Grenze? Die deutsche Kultur, was versteht man darunter? Ich verstehe unter Kultur ja im Prinzip etwas, was die Menschen zusammenführen von Mentalitäten und Handlungsweisen, die ja auch auf die Handlungsweise dieser Menschen, die hier leben, auch Auswirkungen hat. Und das kreiert sich ja immer neu. Je mehr verschiedene Leute zusammenkommen, desto mehr Kulturen treffen aufeinander und vermischen sich. Ich finde die Multikulti-Gesellschaft sehr gut. Auf jeden Fall. Nur woran es immer hakt, ist, dass Leute ganz, ganz kleine Kreise bilden in dem großen Kreis und dann gibt es halt im Multikulturellen immer halt die Kultur ist da, die Kultur ist da und es gibt eigentlich sehr, sehr, sehr wenig die Ecken halt, wo alles aufeinander trifft, so. Das ist halt leider schade. Aber ich finde es eigentlich gut, wenn es halt ohne diese Komplikation laufen würde, definitiv, ja. Für ein friedliches Zusammenleben in Deutschland würde ich mir wünschen, dass die Menschen anfangen, sich als gleichberechtigte Wesen wahrzunehmen und sich nicht nur in Nationen zu unterteilen, sich nicht in irgendwelche Schubladen anfangen einzustecken und dass sie verstehen, dass sie alle etwas bewirken können. Ich glaube, das ist, wir müssen suchen und machen, das ist alles weg. Weil wir sind Surer oder Deutscher oder Amerika oder Russer oder ich weiß nicht von wo. Wir sind alles Mensch, alles gleich. Keine Ahnung, ich möchte einfach in einem Land leben, wo jemand nicht überrascht ist, dass ich gut Deutsch spreche oder dass jemand überrascht ist, dass ich mich für irgendwelche Sachen engagiere. Ich denke mir, dass die Menschen sich auch verändern, dass sich auch Deutschland verändern kann. Und egal aus welcher Kultur man kommt, jeder bringt was mit und jeder verändert sich. Und das bedeutet ja nicht unbedingt was Negatives.